meidet sie im Ehebetten. Okay. Was heißt, ermahnt sie und schlagt sie? Wadribahunna wahjurahunna fil maraja. Das ist doch klipp und klar. Das ist ein Befehl. Ein Befehl von Allah. Das ist ein Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Guck mal jetzt. Subhanahu wa ta'ala. Genau. Was hast du hier jetzt verstanden für dich selber als Frau? Ich frage dich jetzt wirklich, was hast du hier verstanden jetzt für dich als Frau? Diese Ermahnung ist für dich als Frau jetzt. Was hast du hier verstanden? So, das, ich habe es verstanden. Wenn die Frau zum Beispiel macht irgendwas, was der Mann nicht gefällt. Das stimmt nicht. Das sei es zum Beispiel. Nee, ich muss dich hier stoppen. Das ist falsch hier. Das ist das Problem, dass du diese Vers nicht verstehst. Du verstehst ihn, wie du willst. Das ist nicht meine eigene Erklärung, das ist Tafsir at-Tabari. Nein, guck mal, wir reden hier mit Quellen und mit der Tafsir, mein Lieber. Das ist nicht meine Aufklärung. Hier at-Tabari sagt, willst du das hören oder nicht, was at-Tabari sagt? Okay, Yunus, wenn Mary redet, dann musst du ihr gut zuhören, weil sie ist aus Tunesien, sie kann super Arabisch, Bruderherz, und sie versteht es, sie ist Ex-Muslima und sie weiß, über was sie spricht. Okay. Ich habe sie extra heute hierher bestellt, dass keiner von den Muslimen hier hochkommen kann und lügen kann, weil sie versteht die Sprache. Weil sonst heißt es, Arabisch kann man nicht übersetzen. Deswegen habe ich die Mary hier heute. Ja, sie kann super Arabisch und deswegen ist sie heute da. Kein Moslem wird ihr heute flüchten, keine Chance mehr. Ja, aber lass kein Moslem kann heute flüchten. Ja, aber lass mich nicht enttäuschen. In Mekka reden die was anderes und sie redet was anderes. Also wir reden von den Quellen. Nein, wir reden mit Quellen. Ich sag dir, das ist nicht die gleiche Sprache, aber bitte mal, wir reden mit Quellen. Also das heißt, du bist jetzt dein Gelehrter. Guck mal, Mary, nochmal, wir machen jetzt so. Wir lesen aus dem Koran und dann bringen wir den Tafsir und dann schauen wir, ob du immer noch lügst. Und ich weiß ganz genau, Mary, du sagst die Wahrheit. Ich weiß es. Ja, der kann es auch selbst aufschlagen, wenn er natürlich Arabisch kann. Aber wenn er nicht Arabisch kann, kann er das auch natürlich auch auf Google aufschlagen. Auf sunnah.com. Guck mal. So. Ja, bitte schön. Also, dann rede ich dazu, bitte. So, also du kannst zum Beispiel deine Gelehrten, zum Beispiel at-Tabari oder Ibn Kathir, ja, oder du kannst sie eigentlich nicht widerlegen, oder weil du musst das als Muslim akzeptieren, was die sagen, weil der Koran ohne Hadith ist nichts, ja, und Hadith ohne Koran ist auch nichts. Also das, die ergänzen sich, also es muss so sein. At-Tabari hier sagt, was heißt ar-Rajalu qawwamuna 'ala an-Nisa? Auf Arabisch heißt es yani umara und alayha an tuti'ahu fima amara Allahu bihi min ta'atihi. Das heißt, die Frau muss den Mann gehorsam sein, egal in welcher Situation oder egal was der Mann sagt. Die muss immer ja und Amen sagen, sonst ist sie eine Verfluchte und eine Ungläubige. Das steht hier in Tafsir at-Tabari. Was ist es nicht meine, ist es nicht mein Tafsir? Das ist nicht meine Aufklärung. Das ist hier dein Gelehrter, der sowas sagt. Und Jumu'ah al-Azhar, ja, wie du gesagt, in Mekka und alle Gelehrten da bei den islamischen Welt, die gehen auch mit Tabari, Tafsir und mit Ibn Kathir. Die haben kein anderer Tafsir. Die sagen und bestätigen, dass sowas, ja, muss man eigentlich ernst nehmen, was da drin steht als Sura. Ich kann sie nicht für mich selbst erklären. Das geht gar nicht. Ich lese gerade, was in Tabari Tafsir steht. Das ist nicht meine eigene Tafsir. Verstehst du? Ich lese einfach nur vor. Das ist meine Aufgabe. Und als Christ, weil wir das Lügen und Taqiyya verboten ist, dürfen wir nicht lügen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt dich anlüge oder ich sage, was nicht stimmt, Gott, ich werde von Gott, von meinem Herr, von Jesus, meinen Lohn erhalten. Ich darf das nicht. Und ich kann dir garantieren, dass ich, was ich gerade dir sage, es entspricht die Wahrheit. Okay, die Wahrheit. Ja. Wirst du die Wahrheit nur für dich lassen können. Erstmal, was du gerade gesagt hast, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, es gibt keine Quelle, dass er die Frau... Ich dachte, das heißt Ali alaihi wasallam. Das sagen doch die Schiiten, die sagen immer Ali alaihi wasallam. Aber
Aber ich bin nicht von den Schiern, ich bin von Sunniten. Aber Habibi, wer ist jetzt die Wahrheit, Sunni oder Schia? Was bedeutet für dich, als Sunna, gleich komme ich, aber erstmal zu der Frage von... Ach, die glauben doch an Ahlul Bayt oder wie das heißt. Oder Mary, wie heißt ja. Ahlul Bayt oder wie das heißt. Ich komme gleich zu Ihnen. Ich komme gleich Bayt. Zu Ihnen. Bayt. Guck mal, erstmal, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist für uns ein Vorbild. Für alle Muslime, ob das Schia ist oder Sunni, Alawiten und weiß ich, wie viele Gruppierungen gibt es in Islam, der ist für uns ein Vorbild. Und jetzt, wenn wir nach historische, nach die Sunna des Propheten leben, gibt es gar keine Quelle, dass der Prophet die Frauen geschlagen hat, mit ihr ungerecht gegangen ist oder sie verflucht hat oder irgendwas mit ihr gemacht hat. Dass wir uns klar nur sind. Ne? Dass wir uns damit was? Klar sind. Er hat die Frau als, die ist ein böses Omen, die Frau. Aber und ein schwarzer Hund, ein böses Omen ist ein schwarzer Hund. Ja, nee, aber weil du kannst sowas nicht sagen aber ohne Quelle. Warum redest du dazwischen? Lass mich doch reden. Okay, wir machen das so, Mary, wir lassen ihn reden. Alles gut, wir lassen ihn reden. Lass mich doch reden. Lass mich einfach reden, Mary. Aber bring mir, guck mal, vor 200, aber warte, vor 250 Leuten. Mary hat eine Quelle gebracht. Warte, Yunus, warte doch kurz. Mary hat Quellen gebracht. Du hast keine Quelle gebracht. So, Mary hat aus den Tafsir gelesen. Okay. Mary hat aus dem Koran gelesen. Okay. Und Mary hat es aus dem Tafsir erklärt. Warte, Yunus, warte, Yunus, warte kurz. Mary hat alles ganz genau erklärt. Auf Arabisch sogar noch übersetzt. So, Yunus, wenn du redest, bring uns vor 260 Leuten bitte eine Erklärung oder eine Quelle. Ansonsten ist dein Wort ungültig. Du hast das Wort, Bruder Herz. Okay. Guck mal, Mary lest irgendwas, bevor ich das selber nicht sehe. Erstmal, das ist keine für mich, das ist keine Beweis. Die kann lesen, was sie will. Die soll mir erstmal zeigen, warte, Habibi, warum lacht sie? Dieses Lachen ist irgendwie nicht normal. Erstmal das. Die zweite Sache ist. Ich hab doch die Quelle ernannt. Willst du das aufschreiben? Schreib das auf und zeig das jetzt. Mach die Kamera auf. Und zeig. Okay. Wir machen dich groß. Zeig uns dann die Quelle selbst. Du liest dann selber aus der Quelle raus. Genau. Lass mich mal bitte erstmal drauf antworten und dann kann uns die Quelle zeigen. Erstmal, die soll mir Mary beweisen, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Frauen gequält hat, geschlagen hat, gesklavt hat und mit denen ungerecht gegangen ist. Bei uns Muslime sagen die, der Prophet Muhammad ich zeig dir, okay, war der lass gut. mich doch reden, Subhanan Malik. Siehst du, wenn ich was sage, das tut dir Mary weh. Mary will's dir zeigen. Mary, ich mach Mary groß, Mary wird's dir zeigen. Guck mal, und bei uns Muslime sagen die, dass Muhammad sallallahu alaihi wasallam der lebendige Koran war. Alles, was im Koran war, hat der Prophet das gemacht. Und jetzt, Mary, frage ich dich, wie kann es sein, dass der Prophet, wenn Allah subhanahu wa ta'ala sowas sagt, dass der Prophet das nicht gemacht hat? Sag mir bitte, wie ist es eine mögliche Definition jetzt, dass du eine muslimische Ex-Frau warst, aber der Prophet ist nicht mit, aber der Prophet hat das nicht gemacht. Also hat der Prophet irgendwas nicht getan, was Gott nicht gemacht, was nicht gesagt hat. Ich warte, bis Mary die Quelle bringt und dann, Yunus, musst du es annehmen. Ja, ich warte, bis Mary bereit ist. Ich bin dabei. Alles Guck gut, mal. Alles gut. Mary, die kann Quellen bei Ibn Kathir, Rahmatullah alaikum, das war ein Großgelehrter. Das war ein Großgelehrter. Yunus, bring uns die Quelle und die Stelle, warte, erklärt. Ich bringe die Quellen, was Mary gerade gelogen hat. Weil der Prophet, die hat nicht gelogen, die hat dir die Quelle doch auch das gesagt. Ist für mich, lass mich, das ist für mich, das ist eine Lüge. Weil wir sagen, der Prophet war doch ein lebendiger Koran. Warum hat der Prophet das gemacht? Mach mich groß, mein Lieber. Warte mal, ich muss gucken, wie ich das aufmache. Mach mich groß, mein Lieber. Mach. Ja. So, ich habe dir doch gerade eben ernannt, dass der Mohammed, dein Prophet, sallallahu alaihi wasallam, hat die Frau verflucht. Mal, und er hat die, warte mal, ich mach auf. Und ich muss nur ganz kurz unterbrechen. Das Ding ist, Leute, ja, das ist auch keine Beleidigung, Yunus, ja, aber du hast immer noch die letzten 10 Minuten
keine einzige Quelle gebracht, Yunus. Die Mary bringt alle Quellen, spricht Arabisch, du leugnest deine eigenen Großgelehrten gerade, du leugnest deine eigene Schrift. Sie zitiert aus den Schriften, mein Freund, und du sagst, nein, sie lügt. Also Yunus, vor 280 Leuten, es ist nicht böse gemeint, aber du blamierst dich gerade ohne Quelle. Aber okay, ich mache jetzt mal die Mary groß und dann holen wir nochmal die Quelle raus. So. So, also ich gehe dann auf, ich habe mir noch nie aufgemacht, aber ich versuche es gerade. Ja, wo kein Stress, alles gut. Ah, hier, genau, hier. So. Du musst dann nur die Kamera drehen, weil nicht, dass man dich dann, du weißt schon. Ich muss drehen, ja. Mhm. So, warte einen Moment. Jetzt wird's interessant, Leute. Klicken, bis die Hände abfallen. Kinder der Sonne. Hier, yes. Guck mal. Mein Lieber, Sahih al-Bukhari 5095. Der Mohammed hat die Frau verflucht und sie bezeichnet als ein böses Omen. Hier, in kana fi shay'un fa fil farasi wal mar'a wal maskan. Das heißt, there is all three is bad omen. It is in the horse, the woman and the house. The woman, hier, lies doch mal, the woman. Wenn du auf Englisch, ja, lesen kannst. Und was heißt das auf Deutsch? Ein böses Omen kann Er ist weggerannt. Er ist geflüchtet. Sag dir, das war's. Knockout. Er ist geflüchtet. Aus, ein Knockout. Applaus für den lieben Muslim. Applaus. Komm, alle bitte macht einen Applaus. Leute, habt ihr das gesehen? Das ist das. Jeder Muslim kommt mit Taqiyya und labert einfach nur, ohne Quellen. Das ist echt, ich hasse gesehen. Weißt du, was ich sage jetzt zu ihm? Er soll jetzt nach Hause gehen, alle islamischen Bücher und seinen Koran einfach verbrennen. Verbrennen. Oh, oh Scheiße, ich kann nicht mehr. Mary, du hast komplett Knockout gemacht. Für seinen Prophet. Genau, er soll sich schämen für seinen Prophet, was er gesagt hat über die Frau, dass sie ein böses Omen ist. Oh, scheiße. Das war gerade zu hart. Das war hart. Das war hart gerade, Mary. Wir reden mit Quellen, ha? Auf Arabisch und auf Deutsch und auf Englisch noch dazu. Was wollt ihr noch mehr? Und ihr bezeichnet uns als Lügen? Eigentlich Lügen dürfen wir nicht. Im Christentum, wir dürfen nicht lügen. Ihr dürft gegenseitig lügen. Ihr könnt Taqiyya praktizieren, aber wir nicht. Ja, absolut. Absolut. Aber heute, Mary, wird es noch sehr interessanter. Ich werde beweisen, dass die Großgelehrten sogar sagen, dass Allahs Schienbein nicht metaphorisch gemeint ist. Ja, also Allah hat ein Schienbein. Und dazu mache ich auch heute eine Zeichnung. Also heute, Leute, ihr werdet euch entweder kaputt lachen oder ins Bett gehen und heulend, lachend euch ins Schlaf hineinversetzen. Ich garantiere euch das heute. Heute wird es wirklich sehr witzig. Ne? Also sogar selber ein Großgelehrter sagt, Allahs Beine ist nicht metaphorisch gemeint. So, oh, habe ich das jetzt weggemacht? Ich hoffe nicht. Ah, da habe ich. Oh, da haben wir es doch. Mama mia. Ja, Mary, dann machen wir weiter. Ja, mein Lieber. Du kannst mich klein wieder machen. Mach dich wieder groß. Alles gut. Okay, kein Problem. Und Leute, bitte klickt euch tot heute. Heute müsst ihr klicken bis zum geht nicht mehr. Wir müssen heute wieder die 100.000 Likes erreichen. Das kriegen wir hin, Leute. Ne? Ja, mit die Kraft Jesus Christus, Leute. Wir gehen jetzt mal wieder in die Quelle rein, Leute, weil wir haben jetzt 270 Leute. Mary ist auch da. Heute wird es wirklich sehr, sehr interessant, Leute. Heute ist es einfach nur witzig. Und zwar... Es hat schon Hammer angefangen, ja.
Wir fangen jetzt mit Allahs Schenkel, okay? Wir werden es dann mal ein bisschen, ja genau. Doda, ist Doda wieder da? Doda, warte mal kurz. Doda, bist du da? Weil ich habe gehört, er war in Koma. Ich sehe gerade, dass Doda hier gerade liked oder es live geteilt hat. Ist mit Doda wieder alles gut, Leute? Doda hat das live geteilt. Doda, are you good? Bist du okay? Weil ich habe gehört, dass der Doda im Koma war, deswegen. Und dann, wenn er da ist, dann hat ja der Herr schon ein Wunder gemacht. Ja, ein Wunder. Ein Wunder. Wow, ein Wunder, Doda. Gott segne dich, Doda. Gott segne dich, Doda. Weil Doda, ich folge ja Doda schon seit Anfang an, seit ich hier angefangen habe. Und seitdem habe ich nie wieder was von ihm gehört. Wow, wirklich sehr, sehr schön. Halleluja, Halleluja. Gott ist groß. Gott ist allmächtig. Gottes Segen. Ich freue mich, Doda, dass es dir wieder gut geht. Gottes Segen. Leute, an die ganze christliche Gemeinde hier, unsere Brüder und Geschwister, wünscht den Doda doch einmal bitte Gottes Segen einmal im Chat. Ne? Gottes Segen alle einmal. Ne? Alle einmal Gottes Segen. Das müssen wir einmal lesen, Leute. Ne? Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen, Gottes Segen. Wir lieben dich, Doda. Ne? Ich nehme dich später mal hoch, Doda, und dann kannst du mir mal ein bisschen erzählen, was passiert ist. Ne? So, Leute, dann machen wir kurz weiter. Das wird jetzt sehr interessant. Oh, Doda ist schon da. Komm, ich nehme den Doda hoch. Ja, Special Guest hoch. Doda. Wir nehmen jetzt mal den Doda, den Bruderherz Doda hoch. Genau. Also, dann lassen wir Doda mal erzählen ein bisschen und dann fangen wir mit Allahs Schenkel an, weil Allah hat ja ein Schienbein und darüber reden wir heute. Ja. Jetzt, Doda. Hörst du uns, Doda? Ja, tut mir leid, wenn meine Stimme ein bisschen... Oh, deine Stimme, okay. Ja. Okay. Gott segne dich, Doda. Wirklich, Gott segne dich von ganzem Herzen. Ja. Und wir sind mit Herzen wirklich mit dir. Danke. Danke auch für die Rosen und für die Geschenke. Ja, Leute, zeigt den Doda mal ein bisschen Liebe, Leute. Alle mal den Doda wirklich Liebe zeigen. Er war im Koma, ist wieder aufgewacht. Ich bin so Gott froh, dass er wieder da ist. Ne? Wirklich. Ich bin so Gott froh. Wirklich. Bruder Sifu. Gott segne dich, mein Bruder. Alles Gott segne wird wieder dich, gut. Bruder. Ja. Also Doda, du musst dich auf jeden Fall ein bisschen festhalten. Ich weiß, deine Stimme und alles. Es kann gut möglich sein, dass du dich heute etwas kaputt lachst. Ja, weil es wird wirklich sehr, sehr witzig jetzt. Wenn du willst, kannst du dich stummen. Ich mach dich klein, schone deine Stimme und höre einfach mit zu. Ist das okay? Okay. Ja, super, super, super. Gottes Segen, Doda, Gottes Segen. Gottes Segen, mein Bruder, ja, echt. So, der ist ich bin ein so Gott froh, dass Doda wieder da ist. Ja. Wir werden später darüber reden. Doda muss seine Stimme jetzt erstmal schonen. Ne? Und dann können wir später mal ein Gebet für Doda machen. Ne? Ein schönes Gebet. So. Ja. Unbedingt. Unbedingt, Leute. Unbedingt. So, Moment. Ich muss erstmal gucken. Ah, da ist mein Mikrofon. Okay. Leute, und zwar, wir werden jetzt über Allahs Schenkel reden. Ja? Allah hat einen Schenkel. Leute, Allah hat eiskalt einen Schenkel. Und die Gelehrten sagen, es ist nicht metaphorisch gemeint. Es ist ernst gemeint. Allah hat einen Schenkel, Leute. Allah hat einen Schenkel. Ja. So, wir gehen jetzt mal in die Schriften. Ja, ich habe alles da auch. Wunderbar. Mhm. Ja, ich kann es auch auf Arabisch, wenn du willst. Ja. Ist kein Problem. Ja. Wir lesen das auf Deutsch und dann machen wir es auf Arabisch. So. Sure 68, Vers 42. Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt, wird und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen. Aber da werden sie es nicht können. Allahs Schenkel entblößt sich. Pam, es fliegt. Allahs Schenkel entblößt sich. So, jetzt zeichnen wir mal Allahs Schenkel. So, wir machen jetzt mal eine Zeichnung hier, Leute. So, Allahs Schenkel. So, bam.
Bam, wir machen jetzt mal Allahs Schenkel, okay? So. Allahs Schenkel, bam, das sind seine Füße. So. Das ist sein Schenkel. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Leute, wir müssen ehrlich sein. Das ist Allahs Schenkel. So. Und das sind die Leute, die dieses Schenkel anbeten. Die sollen sich ja vor diesem Schenkel niederwerfen. So, Leute, jetzt guckt mal. Wir machen heute wirklich, wir bleiben sehr sachlich heute. So. Ich zeichne das jetzt erstmal und dann zeige ich es euch. So, zack, bam. Wir machen jetzt mal Strichmännchen mit ihren Füßen. So. Jetzt machen wir das sehr, sehr interessant heute, Leute. Heute machen wir richtige gute Stunde, Leute. So. Das, Leute, das ist Allahs Schenkel. Ja, das ist Allahs Schenkel und hier sind die Leute, die sich vor diesem Schenkel niederwerfen sollen. So, wir gehen jetzt nochmal zurück in den Schriften. So, guck mal. Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt und wird sie aufgerufen, werden sich anbetend niederzuwerfen. So, jetzt gehen wir zurück. Allah, sein Schenkel ist hier und die Leute müssen sich vor diesem Schenkel niederknien. Okay, aber da sie es sowieso nicht können, weil Allahs Fuß, Allahs Chin, bam, der fliegt einfach weg. Boom, der geht weg. Die sollen sich vor seinem Schenkel niederknien. Aber wie sollen sie das denn können, wenn dieser Schenkel sich entblößt? Boom, er verschwindet. Ist da sie es nicht können, boom, Allahs Schenkel, bam, fliegt einfach. Allah, Bruder, das heißt als Muslim, Flex, Bruder, als Muslim dann, er muss sich diese Frage stellen. Am jüngsten Tag kommt mir so ein fliegendes Bein entgegen? Und genau, das ist ja die Frage. Bein niederwerfen? Weil wir sehen hier ein Schienbein. Und die müssen sich vor diesem Schienbein niederwerfen. Aber wie können sie sich vor diesem Schienbein niederwerfen, wenn Allahs Schienbein, boom, sich entblößt? Das geht doch gar nicht. Hier, das sind die Leute, die knien sich nieder und sagen, Allah Azzawajal, er ist ein Schenkel. Allah sagt selber, er ist ein Schienbein. Allah ist ein Schienbein. Ist also Allah in diesem Schienbein drinne oder was ist denn jetzt? Allah ist in diesem Schienbein drinne oder ist er das Schienbein? Okay, jetzt gehen wir mal zu den Gelehrten. Ich muss das jetzt erstmal groß machen, Leute. Heute wird wirklich eine sehr, sehr lustige Stunde sein, Leute, weil wir wollen sehr sachlich sein. So, wir machen das jetzt mal groß. Und ihr müsst gut zuhören, Leute. Hört bitte ganz gut zu. Ihr werdet euch kaputt lachen. Ein Gelehrter bestätigt das. Leute, ein Gelehrter bestätigt das. So. Hört zu, Leute. Says, from Holland, when Allah mentions in Surat Al-Qalam, that he has a shin, a leg. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. This shin, this leg, belongs to Allah. And Allah ist ein Fuß, gehört zu Allah. Leute, er hat das selber gesagt. Der Fuß, der Schenkel von Allah, das gehört Allah. Es ist sein Schenkel. Das sind eure Großgelehrten, die das sagen. Nicht ich. Das sind eure Großgelehrten. Allah hat ein Schenkel. Allah hat ein Schenkel. Das sind nicht meine Worte. Allah hat ein Schenkel. Und wenn ihr wissen wollt, wer das ist euer Asim al-Hakim. Er sagt, das ist euer Gelehrte. Allah hat ein Schenkel. Richtig. So, wir hören jetzt weiter zu. Ich bin noch gar nicht fertig, Leute. Heute ist die lustigste Stunde. Ich sag's euch. Das werdet ihr nie wieder erleben. Heute ist wirklich Endstation. Da müssen wir ehrlich sein. Heute ist Endstation, Leute. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. Ich drehe mal die Kamera. Hört zu, wir gehen noch mal ganz zurück. Moment, Moment. Ich will nicht gesperrt werden, deswegen. Ich gehe noch mal ganz zurück. Hat Al-Qalam. That he has a shin, a leg. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ عَوْنَ إِلَى السُّجُودِ Shin, this leg, belongs to Allah. It belongs to Allah.
Allah hat ein Bein, er hat ein Schienbein. Allah hat ein Schienbein. Allah, Allahu Akbar. Takbir, Allahu Akbar. Er hat ein Schenkel. Allah hat ein Schenkel. Er bestätigt das. Allah hat ein Schenkel. Das ist euer Großgelehrter. Er sagt, Allah hat ein Schenkel. So, jetzt gehen wir mal auf 2:11. Ich zeige euch was viel Besseres. Das wird noch witziger, Leute. Das ist noch gar nichts. Hört zu. Der Koran. In the Quran, Allah tells us that this is a book that is clear in Arabic. Oh. So it's an Arabic book. Uh-huh. And it was made clear. Clear. Arabs understand. Leute, clear. Für euch Araber, clear. Yeah. Ihr könnt nicht sagen, Allah hat keinen Schenkel. Allah hat einen Schenkel. Yeah. And Allah tells us in this book, mm-hmm. that he has eyes. He has eyes. Allah hat auf einmal Augen. Allah hat Augen. Katastrophe. Allah hat Augen. Guck jetzt nochmal. He has a face. Er hat sogar ein Gesicht. Allah hat Augen. Er hat ein rechtes Schienbein. Und er hat zwei rechte Arme. Er hat zwei rechte Arme. Also auf einer Seite hat er zwei rechte Arme. Das sagt euer Großgelehrte, nicht wir. Bitteschön. Noch weiter. He has two hands. Specifically, he did not say one hand uh-huh. or hands. He said two hands. Ay-ay-ay-ay-ay-ay. He specified this. Allah. So that there's no ambiguity of it being a metaphor. Aha. Er hat gerade eben bestätigt, das ist nicht metaphorisch gemeint. Er hat gerade eben bestätigt, das ist nicht metaphorisch gemeint. Nochmal. When I say I have a hand over you, uh-huh. that I have a favor of you, so uh-huh. I use one hand. I use one hand, yeah. But when I say two hands, uh-huh. this cannot be a metaphor. Aha, wenn er sagt, ich habe zwei Hände, dann ist es nicht metaphorisch. Allah hat zwei rechte Hände. Auf das ist ja der Hammer, ey. Das ist ja der Hammer. Das ist euer Gelehrten. Eure Gelehrten. Das und zeichnet ihn Mary, Lügner. Ja, komm. Mary, du kannst weitermachen, nicht? Wie sollen uns all diese Gelehrte auch als Lügner bezeichnen? Komm, komm, jeder Muslim sagt, er ist ein Lügner. Komm. Was ist das für eine Kreatur, wenn ich fragen darf? Das ist eine Kreatur, Allah, keine Ahnung. Ich kann von, nicht mehr. Von wie heißt das, Herr der Ringe Kreatur? Ja. Sollen jetzt die Augen im Schienbein jetzt, die sind auf dem Schienbein aufgeklebt, die Augen? Und weißt du, warum er zwei rechte Hände hat? Weil eine linke Hand ist halt haram. Die ist ja. halt dreckig, die linke. Man soll es nicht mit linker Hand essen. Man soll es, ja. weißt du, alles ist, was mit link gehört, den Teufel. Deswegen hat er zwei rechte Hände. Das musst du dir merken. Absolut. Guck mal, wir gehen nochmal von vorne, damit die Muslime nicht sagen, das ist gelogen. Euer Großgelehrter sagt selber, das ist metaphorisch gemeint. Wir haben hier einen Beweis von einem Scheich. Wir haben hier einen Beweis von einem Scheich. Keiner kann sagen, dass dieser Scheich gerade lügt. Ja, so, wir machen jetzt nochmal kurz weiter. Und dann Video. Zayf says, from Holland, when Allah mentions in Surah Al-Qadam uh-huh. that he has a shin. A shin? A leg. يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ Allah has a chin. فَلَا يَسْتَطِيعُ This shin, this leg mm-hmm. belongs to Allah. It belongs to Allah. Allah's Schenkel, es gehört zu ihm. Allahs Schenkel gehört zu ihm. Jetzt werden die Muslime sagen, es ist metaphorisch gemeint. Eure Gelehrte sagt, Allahs Schenkel gehört zu ihm. So, jetzt gehen wir mal zurück. So, einmal die Quelle gelesen. Das ist Allahs Schenkel. Es entblößt sich am jüngsten Tag. Bam, bam, es entblößt. Pah! Und die Leute können sich nicht davor niederknien. Warum? Weil dieser Schenkel entblößt sich. Ja. Das ist nicht zu passen. Hey!
Okay. Guck mal, Leute, wir müssen wirklich ehrlich sein zueinander. Der Großgelehrte sagt selber, dass der Schenkel von Allah, es gehört zu Allah. Das ist der Schenkel von Allah und die Leute müssen sich davor niederknien. In der Quelle, wo wir gelesen haben, müssen sie sich niederknien vor Allah, also vor seinem Schienbein. Aber da es nicht funktioniert, weil sein Schienbein blößt sich. Bam! Die Monkey, die Ruffy. Pum! Gungum Saya, der macht Gungum Bazooka. Bam! Fuß ist weg. Nein, nein, nein. Seid ehrlich zu euch selbst, Mann. Bitte. Wirklich, lasst uns ehrlich zueinander sein. Leute, wir müssen ehrlich sein. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit, Leute. Das ist nicht Gott. Wirklich. Das hat mit Gott keine Gemeinsamkeit, Leute. Wirklich, bitte, Leute. Versteht das, bitte. Euer Großkummer, wir gehen jetzt auch wieder auf 2:11 und hört euch mal an, was der nochmal sagt. Also wir gehen jetzt nochmal auf 2:00. The Quran, in the Quran, Allah tells us that this is a book that is clear in Arabic. Masha'Allah, es ist ganz klar auf Arabisch. Masha'Allah, nochmal. So it's an Arabic book. Also es ist ein arabisches Buch. Masha'Allah. And it was made clear to the Arabs. So. Er hat es ganz klar und deutlich für die Araber gemacht. So, bitteschön. Just understand it. Ah. And Allah tells us in this book that he has eyes. Allah hat Augen. Allah hat Augen. Aber die Muslime sagen doch, Allah ist groß. Allah ist nichts dem gleich. Moment, ich bin gleich wieder da. Mhm. Ihr Lieben, dass auch der At-Tabari sagt auch genau so, es gibt kein anderer Tafsir für sowas, das ist auch gemeint mit Allahs Schienbein, dass es wirklich ein Schienbein ist, wird entblößt. Ja, das steht hier, Yomma yukshafu an Saq, und der Saq ist Saq auf Arabisch, heißt Saq auf Deutsch, heißt ein Schienbein. Hört ihr mich? Ja, oder? Ja. Okay, so, jetzt. That he has a face. Allah hat ein Gesicht. Nochmal. He has two hands. Two hands. Allah hat zwei Hände. Allah hat zwei Hände. Ja, ganz klar. Das ist euer Gelehrter. Er sagt, Allah hat zwei Hände. Allah hat zwei Hände. Bitteschön, das ist euer Gelehrter. Das ist das, was er sagt. Das ist ein Sheikh. Masha'Allah. Masha'Allah, die sollen sich dafür schämen. Ja, die sollen das sich dafür schämen, dass sowas gibt. Ja. Das ist euer Sheikh. Allah hat zwei rechte Hände. Bitteschön, wollt ihr immer noch sagen, dass es nicht so ist? Specifically, he did not say one hand or hands. Aha. Two hands. Two hands. He specified this. Aha. So that there's no ambiguity of it being. When I say I have a hand over you, means that I have a favor over you. So I use one hand. Masha'Allah. But when I say two hands, this cannot be a metaphor. Habt ihr gehört? Wenn er sagt zwei Hände, dann ist es nicht metaphorisch gemeint. Also, Allah hat zwei rechte Hände. Bam! Er macht Monkey D. Ruffy Style. So, Leute, wollt ihr einen Vers, wo Allah seine Hände komplett ausstreckt? Wollt ihr das haben? Dann zeige ich euch diesen Vers. Wollt ihr diesen Vers haben? Wo Allah im Koran seine Hände ausstreckt. Und es ist in Fesseln gelegt. Masha'Allah. Dingi, dingi, dingi. Ey Mann, ey, das ist der Wahnsinn. Der Wahnsinn, ne?
Das ist der Wahnsinn, endet nicht im Islam. Also gut, wir machen das mal klein. Und dann gehen wir mal zurück zu Allah, wo er seine Hände weit ausstreckt. Also Leute, wir halten fest. Sure 5, Vers 64. Und die Juden sagten, Allahs Hand ist gefesselt. Okay, wir ignorieren jetzt einfach mal, Allahs Hand ist gefesselt. Das könnte ja auch metaphorisch sein, okay? Ihre eigenen Hände seien gefesselt und sie seien verflucht für das, was sie sagen. Nein, vielmehr sind seine Hände weit ausgestreckt. Die haben aus Allah kurz Monkey D. Ruffy gemacht. Bam, Allah hat seine Hände weit ausgestreckt und er gibt aus, wie er will. Bam, Monkey D. Ruffy, die haben aus ihm Ruffy gemacht. Der macht Gum Gum Bazooka hier. Bam, der streckt einfach Hände aus. Pia. Mary, mach weiter. Ich kann nicht. Ja, und also das auf Arabisch, ja. Yunfiqu kayfa ma yasha, yadayhi mabsutatan wa yunfiqu kama yasha. Also, das ist ja der Hammer. Seine Hände sind weit ausgestreckt. Ja. Ja. Und glaub mir, Flex, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ja, das ist heftig. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Masha'Allah. Ja, am Anfang, also, wie du gesagt hast, sag mal so metaphorisch. Also, die Hand Gottes, die soll erstmal gebunden, ja, gefesselt. Ja. Und dann die Hände von Allah soll weit ausgebreitet. Allah. Und er gibt viel aus, was er will. Er gibt viel aus, was er will. Ah ja. Masha Allah. Allah hat einfach Hände, die strecken sich aus wie Monkey D. Ruffy. Und dann streckt er ihn so aus und gibt ihn so, wie er will. Puh, Allah, Masha Allah. Allah ist brutal. Aber wohlgemerkt, zwei rechte Hände, gell? Zwei rechte Hände dann sind aufgestreckt. Bestimmt. So, und jetzt gehen wir mal ganz zurück. David, ich komme gleich auf dich zu. Ja, hier, ein Schienbein. Wir malen jetzt mal ein Schienbein. Sie müssen sich vor diesem Schienbein niederwerfen. Aber es geht nicht. Es entblößt sich. Bah! Masha Allah. Es entblößt sich. Was? Ey, ich mach mal einen Screenshot von dieser Zeichnung, Bruder. Bitte halt mal den Links weiter weg. Ey. Mach Screenshot. Geil. Guck mal, mach Screenshot. Die Muslime hier, die können nicht gemacht, mehr, Bruder. Ja? Die können nicht mehr. Oh Mann. Ah Mann, das tut schon weh, Leute. Die Wahrheit tut einfach weh. Das tut einfach weh. Ja klar. Die sagen mir gerade, schreiben in den Chat, dass Mabsutaten auf Deutsch heißt das nicht weit ausgestreckt. Was heißt das denn sonst? Der will mir Muttersprachler, Arabisch, Muttersprache, er will mir sagen, das heißt nicht so. Guck mal, das Ding ist, Leute, lasst uns mal das hier analysieren. Die Leute müssen sich ja vor diesem Schienbein niederwerfen. Aber da sie es sowieso nicht können, weil dieses Schienbein sich entblößt. Pam, pia, es geht weg. Pia, pum, weg. Es entblößt sich. Subhanallah, subhanallah. Ochsenbillah, mashallah. Wie sollen diese zwei Menschen sich vor diesem Schienbein niederwerfen, Masha Allah? Allahu Akbar, Takbir. Das ist auch gefährlicher, weil am jüngsten Tag kommt mir so ein fliegendes Bein entgegen, ja? Ja. Und was soll ich machen, wenn dieses fliegendes Bein kommt? Soll ich mich unterwerfen oder was soll ich machen? Oder soll ich abhauen oder was soll ich machen? Katastrophe, Katastrophe, Katastrophe. Und guck mal, ich habe sogar das Video gezeigt. Guck mal, wisst ihr was? Ich gehe das Video noch einmal mit euch durch, okay? Und dann lassen wir David reden, dann lassen wir Dr. Sheikh reden und dann lasse ich auch Mary reden, okay? Leute, wir gehen das Video noch einmal durch, damit keiner von diesen Muslimen wegrennen kann und sagen kann, nein, wir akzeptieren nicht, was dieser Großgelehrte sagt, ja? Also Leute, wir machen jetzt mal alles groß hier und dann fangen wir mal an. Masha'Allah!
warte, weil Crusade says when Allah mentions in Surah Al-Qalam that he has a shin. A shin. A leg. A leg. يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع. ما شاء الله. This shin, this leg belongs to Allah. It belongs to Allah. Ein Sheikh hat gesprochen. This shin belongs to Allah. Also, dieses Schienbein gehört zu Allah. Masha'Allah. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Aha. And the authentic hadith in al-Bukhari. Aha. Bukhari. Habt ihr gehört, Leute? Er hat gesagt, Bukhari, das authentische Buch Bukhari. Hört weiter, es wird noch interessanter. Confirms this. Confirms this, bestätigt es sogar. Also, wir halten jetzt fest an alle Gläubigen, ja, unsere christlichen Brüder und Geschwister. Allah hat ein Schienbein. Sahih al-Bukhari beweist das sogar. Masha'Allah. Schienbein. Okay, weiter. Wir sind noch nicht fertig. And madhhab ahl-Sunnah wal-Jama'a. Aha. From the Prophet, ah, sir, to the Tabi'in, to the Tabi'in, all agree upon this. Oh, die Gelehrten sind sich sogar einig, dass das so ist. Hat er gerade eben selber gesagt. Ganz wichtig, genau. Die sind alle ganz sich wichtig. Einig. Ja. Subhanallah, Masha'Allah. Er bestätigt das gerade. Und dann haben wir einen Vers, wo Allah seine Hände ausstreckt, wie er will. Der macht, die machen aus ihm kurz mal Dinger, Monkey, die Raffi. Pia, pum. Nochmal. So he says, how can we refute and reply to those who accuse the Muslims of giving Allah Azza wa Jal a figure? A figure. And Allah, Masha'Allah. Masha'Allah. Jetzt machen wir mal zurück. Jetzt machen wir hier. Allah tells us that this is a book that is clear, clear in Arabic. Clear. So, habt ihr gehört? Clear in Arabic. Es ist klar in Arabisch. Masha'Allah. Nochmal. It's an Arabic book. Aha. And it was made clear. Clear. Arabs understand it. Aha. And Allah tells us in this book, in this book, that he has eyes. Er hat Augen, aber Muslime sagen, er ist dem nichts gleich. Er hat keine Augen, er hat nichts. Masha'Allah, er hat Augen. Er hat Augen. He has a face. He has a face. That he has two hands. Oh, zwei Hände. He did not say one hand or hands. He said two hands. Masha'Allah. He specified this so that there's no ambiguity of it being a metaphor. A metaphor. Also, er bestätigt sogar, es ist nicht metaphorisch gemeint. Also, ich bin fertig. Masha'Allah. Ey, dieser Sheikh, ich küsse sein Bart. Wirklich, ich küsse seine Nierensteine, dass er das bestätigt hat. Ich küsse seine Nierensteine. Masha'Allah. Unaziz. Abu Sa'inu, der Sheikh, Abu Sa'inu. Ihr könnt reden, Dr. Sheikh und Mary. Die Bühne gehört euch, ihr könnt reden. Ne, lass mal Mary reden. Also, ich kann euch das noch auch bestätigen. Die Geschichte gibt es auch in Sahih al-Bukhari 7439. Und es ist eine Überlieferung von Abu Sa'id al-Khudri. Schreibt euch mal das auf, ihr lieben Muslime. Dann wird der Allmächtige zu ihnen kommen in eine andere Gestalt, als der sie das erste Mal sehen. Und er wird sagen, ich bin euer Herr. Und sie werden sagen, du bist nicht unser Herr. Und niemand wird dann zu ihm sprechen, außer dem Propheten. Und dann wird man zu ihnen sagen, kennt ihr ein Zeichen, ja, an dem ihr ihn erkennen könnt? Sie werden sagen, ja, das Schienbein. Und dann wird Allah sein Schienbein enthüllen, woraufhin sich alle Gläubigen vor ihm niederwerfen. Masha'Allah. Also, das ist Sahih al-Bukhari 7439.
Also, dann an die ganzen Muslime, kniet euch weiter vor diesem Schienbein. Aber ich kann euch eine Sache sagen, das kommt nicht von Gott. Keiner kniet sich vor einem Schienbein, will ich nur mal erwähnt haben. Ja, ich habe mich jetzt kaputt gelacht, bis zum geht nicht mehr, aber jetzt lasst uns mal bitte ernst sein. Leute, aus biblischer Sicht, das hat nichts mit Gott gemeinsam. Das muss ich ganz klar sagen. Aus biblischer Sicht, das hat nichts mit Gott gemeinsam. Ja, der Gelehrte sagt selber, dass die Großgelehrten sich damit einig sind, dass es Allah, es handelt sich hier um Allahs Schienbein. Ihr könnt es noch so schön reden, wie ihr wollt. Das wird euch nicht helfen. Eure Gelehrten, eure Scheichs, eure Imame sagen was ganz anderes. Ja. Deswegen, oder wie gesagt. Genau. Und wenn sie zum Beispiel die Imame und Scheichs, ja, nicht glauben, was sie die Imam Scheich sagen, dann sind die auch selbst Kuffar. Die sind auch Kuffar. Weil sie, genau, weil sie nicht anerkennen, was das in den Hadithen steht und in den Sahih al-Bukhari, ja, und so weiter und so fort. Dann sind sie selbst auch Kuffar. Ja, absolut. Absolut, absolut. So, kleinen Moment, ich bin gleich wieder da. Im Alten Testament, wo Gott so, hört ihr mich, Leute? Ja. Super, super, super. Also, wir halten fest, Allah hat ein Schienbein, ja, und wie gesagt, Muslime, kniet euch weiter vor diesem Schienbein, denn es gehört zu Allah. Ja, es ist Allahs Körperteile. Wir haben jetzt hier eine Bestätigung. Allah hat Augen. Allah hat zwei rechte Hände. Ja, das haben wir auch gesehen. Ihr könnt euch ja weiterhin vor diesen zwei rechten Händen niederwerfen. Aber es gibt nur einen wahrhaftigen Gott und das ist der Herr Jesus Christus. Er ist der wahrhaftige Gott und der lebendige Gott und er ist die Wahrheit. Amen. Ja, ich werde mich niemals vor so einem Gott knien, der zwei rechte Hände hat und ein Schienbein hat, was sich entblößt. Das ist schon aus biblischer Sicht, hat es schon mal gar keine Verbindung mit Gott. Da müssen wir ganz ehrlich sein. Ihr könnt es noch so leugnen, wie ihr wollt. Euer Gott hat zwei rechte Hände. Und hier haben wir einen Gelehrter, der das bestätigt. Fertig, Punkt, aus. Ja. Bam. Islam wurde komplett lahmgelegt. Und das innerhalb von einer halben Stunde. Fertig. Ihr könnt es noch so schön reden, wie ihr wollt. Bam. Auseinandergenommen. Fertig. Fertig. Und das ist Gottes Arbeit, was wir hier machen. Richtig. Die Dunkelheit an Tages sogar die Quellen so, jetzt gezeigt. Auf jeden Fall. Wir haben zu den lieben Muslimen die Quellen gezeigt, ja, und die Hadithen und sogar ein Video von dem größten Scheich und Gelehrten. Was wollt ihr jetzt noch mehr? Ja? Was wollt ihr jetzt noch mehr haben? Wir haben alles gezeigt, absolut. Alles entblößt. Ja. Ihr habt jetzt keine Ausrede entblößt. Mehr. Entblößt, genau. Absolut, absolut. Keine und deswegen, Ausrede Leute, wundert euch nicht. Es würde mich auch nicht wundern, wenn diese Leute anfangen zu drohen oder Nachrichten zu schreiben und euch Christen drohen. Das liegt bei denen in der Natur. Das ist denen so gegeben. Die müssen das machen. Ja. Die müssen drohen. Ja, das ist nichts Neues. Ja, die müssen das machen. Deswegen, meine christlichen Brüder und Geschwister, habt gar keine Angst. Predigt das Evangelium. Zeigt euch. Redet darüber. Ja, wir wollen die Dunkelheit keine Chance geben. Ganz einfach. Wir geben der Dunkelheit keine Chance. Wir reden drüber und fertig, Punkt, aus. Ihr müsst keine Angst haben. Denn der Herr Jesus Christus ist immer mit euch, ja. Und wer den Schwert zieht, der wird durch das Schwert umkommen. Das sagte der Herr Jesus Christus. Deswegen habt keine Angst, Leute. Amen. Die ziehen das Schwert, aber die werden durch das Schwert umkommen. Das ist das, was unser Gott uns lehrt. Deswegen, Leute, habt keine Angst. Ihr müsst gar keine Angst haben.
denn der Herr Jesus Christus ist mit uns. Ja, das ist, was ich euch mitgeben kann, Leute. Amen. Ja. Amen. In Matthäus Evangelium sagt er auch, fürchtet euch nicht von denen, die den Leib tötet, ja, die Seele aber nicht töten können, ja, sondern fürchtet Absolut. Euch von dem Herrn, der die Seele und Leib ins Verderben, in der Hölle schickt. Und deswegen haben wir keine Angst. Gott sei Dank. Der nicht, Herr Jesus Christus ist mit uns. Absolut. Absolut. Das ist das erste Mal, dass Dr. Sheikh Azad mal hier hochkommt. Ich glaube, du warst noch nie hier oben, gell? Nein, aber ich war immer hier drin. Ja, nochmal was? Ich stelle gerade vor, ja. Also, wie? Also ich bin öfter... Nee, ich finde es gut, dass du mal hier oben bist, weil du kommst ja nie hier hoch. Ja, stimmt. Ja. Nee, ich finde das Thema interessant, weißt du, es kommt mir so vor, als wäre jetzt King Kong kommen oder Godzilla mit dem Schienbein. Mhm. Absolut. Absolut. Ja, Islam komplett widerlegt, den kompletten Islam widerlegt in einer halben Stunde. Pam, 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 boom! Fertig. Ja, die können es noch so schön reden, wie sie wollen. Ja. Ja. Islam komplett widerlegt, ohne Probleme. Bam! Geht schnell. Boom! Das Kra! Papa! Allah hat Hände. Allah hat Augen. Allah hat ein Schienbein. Scheiße. Mascha Allah. David, Bruderherz. Hi, hi. Wie geht's dir? Alles gut, Bruder. Bei dir? Bei euch? Ja, mir geht's hervorragend. Ich wollte einfach mal kurz die Dunkelheit komplett ans Tageslicht bringen und das habe ich jetzt getan. Und ich denke, dass die Leute sich eine Scheibe davon abschneiden können und daraus auch ein Content machen können. Oder die Nicht-Muslime haben mittlerweile mehr Ahnung als die Muslime selber. Das ist echt traurig. Weil guck mal, eigentlich Richtig. Normalerweise, jetzt mal wirklich normalerweise, wenn jemand eine Religion, also meine Religion so angreifen würde, dann wäre es doch meine Pflicht eigentlich, das Gegenteil zu beweisen, oder nicht? Aber das Einzige, was die machen, ist, falsch übersetzt, kann man nicht übersetzen, ihr seid Lügner, Hassverse, was weiß ich, das sind ihre Ausreden. Normal müssen die in die Schriften reingehen und uns das Gegenteil beweisen, das können die aber nicht. Richtig. Das geht nicht. Aber ist dir auch aufgefallen, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, die Muslime können ihre Schrift nicht verteidigen. Das habe ich bei Christian Prince gemerkt. Ja, die können ihre Schrift nicht verteidigen. Du kannst mit Quellen kommen, die können diese Quelle gar nicht verteidigen. Aber Bruder, keiner von denen kann die Quelle verteidigen. Was willst du da auch verteidigen? Ja, genau. Willst du Pädophilie verteidigen? Es gibt nichts zu verteidigen. Es gibt nichts zu verteidigen. Ja. Es gibt nichts zu verteidigen. Absolut. Das ist eigentlich beschämend, sowas da zu lesen oder da sowas zu erstehen. Ist beschämend. Was soll man dann noch verteidigen? Absolut. Man schämt sich einfach für sowas. Das war's. Hm. Also die Leute wollen wieder lachen. Da schreibt unser Pferdewaltiger, ich soll Allahs Schienbein sein. Ihr wollt nur lachen. Die Zeitung ist 10 von 10. Ja, David, Mary, Dr. Sheikh und die ganzen Leute, die hier drinnen sind. Seid ihr sicher, dass ich das nochmal durchgehen soll, nochmal das Ganze? Oh ja. Ich weiß nicht, habt ihr wirklich Lust darauf, dass ich das nochmal zeige? Aber mach eine neue Zeichnung. Eine neue Zeichnung? Ja. Also wir können über Allahs, wir reden mal über Allahs rechte Hände, okay? Weil er hat ja zwei rechte Hände, ja? Und das zeichnen wir jetzt mal. Wir machen jetzt mal Allah, Masha'Allah, der hat einfach eiskalt rechte Hände. So, pam, pam, pam. Du könntest so, dir auch einen pam, Comic zeichnen, so einen islamischen Comic. So, und er hat auf jeden Fall ein rechtes Schienbein. Ja, okay, dann machen wir mal dieses rechte Schienbein, okay. So, bam. So, hier ist alles weg und dann passt es, okay. So. Allah, Masha'Allah. So, jetzt zeige ich euch mal die Zeichnung. Ich habe das jetzt mal ganz schnell gemacht, weil das Problem ist. Also, ihr habt gesehen in dem Video, der Gelehrte sagt selber, Allah hat zwei rechte Hände. Okay? So, jetzt zeige ich euch mal meine Zeichnung, wie Allahs zwei rechte Hände aussieht. Also, ich habe es mal gezeichnet. So, Allah
zwei rechte Hände, ein Schienbein. Und das ist sein Schienbein, was sich natürlich sich entblößt, weil die Leute können sich nicht davor niederknien. So, das ist sein Schienbein. Bam. Hier, Allah. Sein Schienbein. Bam. So, warte. So. Ich kann nicht mehr. Du hast ja wirklich, das ist eine Kunst. Aber der Fuß ist zu dick, Flexer. Der ist zu dick. Der hat eine Krankheit oder so. Der Fuß muss eigentlich weg, da muss nur ein Schienbein hin. Ja, weil es gibt keinen Fuß, nur ein Schienbein. Ja. Oh mein Gott. So. Oh Mann, ich kann nicht mehr. So. Dein Lachen ist so ansteckend. Oh Mann, ich kann nicht mehr. So. Und jetzt gucken wir. Also Allah hat auch Augen. So, den zeichnen wir mal seine Augen. So, bam. Das sind seine Augen. Er hat Augen. Ninja Turtle geworden. So, er ist Ninja Turtle. Er hat Augen. Allah hat Augen. Und hat zwei rechte Hände. Ein Schienbein. Sein anderer Fuß wird ja nicht mal erwähnt. Es wird ja nur der eine Schienbein erwähnt. So, hier ist der Schienbein. Ja. Und hier haben wir ja das, wo sie sich ja vor diesem Schienbein niederwerfen sollen. Aber sie können es nicht. Warum? Weil dieser Schienbein sich entblößt. So, jetzt gehen wir mal in die Quelle, Leute. Haltet euch mal bitte ganz dolle fest, weil ich werde euch mal diesen Vers zeigen. Wir haben hier doch einmal Sure 68, Vers 42, genau. Ja. Koran. Am Tag, da manch ein Schenkel entblößt, Allahs Schenkel entblößt sich, wird und sie aufgerufen werden, sich anbetend niederzuwerfen. Aber da werden sie es nicht können. So, Leute, anhand das, was ich jetzt gezeichnet habe, sie wollen sich vor Allahs Schenkel niederwerfen, aber sie können es nicht. Warum? Weil dieser Schenkel entblößt sich. Pia! Und wenn wir jetzt diese Zeichnung nehmen, ja, dass Allah zwei rechte Hände hat, bam. Das ist Allah. Er hat zwei rechte Hände, ein Schienbein, bam. Fertig. Das ist Allah. Allah, Masha Allah. Allah, zwei rechte Hände. Aber vergiss nicht, die Leute, die jetzt diesen Schienbein anbeten sollten, ja, die werden auch einen Rücken haben, also steifer Rücken wie Holz, wie ein Stück Holz steht das. Und deswegen können sie sich auch nicht niederknien, weil deren Rücken wird steif wie ein Stück Holz. So steht ja das auch geschrieben. Oh. Magen tut weh. Ich also generell, mein Bauch tut so weh vor Lachen, ey, ich sag's euch. Ich muss eine kleine Pause machen, weil wenn ich jetzt noch weiter in diese Materie reingehe, Leute, ich glaube, ich werde nicht mehr können. Deswegen macht ihr kurz weiter. David, Mary, Dr. Sheikh, ihr könnt weitermachen, weil ich muss mich ein bisschen zügeln, weil mir tut alles weh vor Lachen. Flex, Bruder, kannst du mal die Sure 58, Vers 12 aufschlagen? Warte mal kurz. Sure, was? Sure 58, Vers 12. Aus dem Koran. 58, Vers 12. Okay, jetzt bin ich echt gespannt, was da jetzt kommt. Also verstehe ich. Oh, okay. Werden wir jetzt gleich sehen. Ich mach mal kurz hier mein Porti kurz weg. So. Masha'Allah. Die haben aus Allah einfach Dinger. Monkey D. Ruffy gemacht, ey. Allah. Masha'Allah. Masha'Allah. Ja.
Sure 58, Vers 12. Genau. Oh, die ihr glaubt, wenn ihr mit den Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt euch schon vor euren vertraulichen Gespräch ein Almosen. Dann ist besser und reiner für euch. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, gewiss, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Was erklär uns diesen Vers, Bruderherz. Also ich verstehe unter diesem Vers, dass Mohammed, grob gesagt, käuflich war. Mhm. Weil, ja, stimmt. Guck mal, lies noch das mal. Stimmt. Lies es noch mal. Da steht ja, wenn ihr mit dem Gesandten vertraulich sprechen wollt, dann gebt schon vor eurem Versprech ein Almosen. Das ist besser und reiner. Also wenn ihr ihm etwas gebt, ist es besser und reiner. Wenn ihr jedoch nichts dafür findet, ist Allah... Ihr müsst ihn dann bezahlen dafür. Genau. Da steht, wenn ihr nichts findet, dann ist Allah allvergebend und barmherzig. Aber es macht doch keinen Sinn. Weil wenn du etwas gibst, ist es besser und reiner für dich. Aber wenn du nichts hast, ist das nicht schlimm. Aber wenn du gibst, ist es ja besser. Also ist es ja besser, wenn du was gibst. Das ist doch. Also Allah hat ihn bestochen. Nein, ja genau. Mohammed besticht die Leute quasi, wenn die mit ihm sprechen wollen. Mohammed besticht die Leute hier. Genau. Masha'Allah. Oh Mann. Der Wahnsinn. Leute, das ist der Wahnsinn. Guck mal, Sniper Achi, du schreibst ja hier sehr zu peinlich. Was verstehst du unter diesem Vers? Würde ich mal gerne wissen. Komm mal nach oben, bitte. Also Leute, ich hole mal jemanden hoch. Es kann gut möglich sein, dass diese Person... stimmt. Dieser Mehdi-Monster, der ist Imam Mehdi, hat er gesagt. Ich hole mal den Imam Mehdi hoch. Oh, Mehdi, Imam Mehdi, du bist ja da. Masha'Allah. Mehdi Moslem, du bist doch Sheikh Imam Mehdi, hast du gesagt. Masha'Allah. Hey, Mehdi, wie geht's dir, Sheikh? Hey, Imam. Komm zum Islam, Jesus ist Satan. Ja, genau. Komm zum Islam, Jesus ist schwul. Ja, genau. Jesus hat seine Schamhaare verkauft als heilig und so. Er hat seine Schamhaare gezupft und hat gesagt, das ist heilig und so. Mehdi, ich habe eine Frage an dich. Ja, aber was sagt ihr dazu? Warte, ganz kurz. Was sagt ihr dazu, dass Jesus seine Schamhaare verkauft hat? Warte, du, Mehdi. Er hat mit seinen Schamhaare Geschäfte gemacht. Okay, Mehdi, wir wissen es jetzt. Okay, Mehdi, wir haben eine Frage. Du bist doch Imam Mehdi, hast du gesagt. Ja, und du kommst in die Hölle. Okay, aber du bist doch Mehdi, hast du gesagt, oder? Du wirst den Kopf des Teufels essen, er wächst auf Bäume. In der Hölle wächst der Kopf des Teufels auf Bäume. Das bekommst du zum Essen, sehr bitter im Geschmack. Aber warte, du bist doch Mehdi, hast du gesagt. Du hast doch selber in der Hölle bekommst du auch Schläge. In der Hölle bekommst du auch Schläge und du wirst gefesselt. Ja, ich bin übermacht. Ich bin ein Prophet, so wie Jesus Christus. Ich bin ein Prophet, so wie Jesus. Warte mal, du bist ein Prophet. Ja, ich schwöre bei Gott, ich bin ein Prophet, so wie Jesus Christus. Und die Christen kommen alle in die Hölle. Aber warte mal, was für eine Art Prophet bist du? Weil vielleicht kann ich ja von dir lernen. Okay, woher weiß ich, dass sie in die Hölle kommt? Woher weiß ich, dass sie in die Hölle kommt, die Christen? Woher weiß ich das? Weil du ein Prophet bist. Ja. Ja, und die kommt in der Hölle. Ihr habt nichts mit Gott zu tun. Ihr glaubt gar nicht an Jesus. Als Prophet hast du Weisheit. Ihr glaubt gar nicht an Jesus. Ihr glaubt an Paulus und Markus und Johannes. Ihr glaubt gar nicht an Jesus. Ihr sagt, Markus ist Gott und so. Ich folge gar nicht Jesus. Ich folge Paulus. Weil wer gibt Paulus das Recht, Bücher zu schreiben und zu sagen, das ist von Gott? Die Bücher von Paulus sind nicht von Gott. Die Bibel ist nicht von Gott. Die Bibel ist von Menschen. Kannst du, guck mal, Imam Mehdi, kannst du uns ein paar Weisheiten geben, weil du bist ein Prophet Gottes. Kannst du uns ein paar Weisheiten geben? Ja. Nur was der Koran sagt, zählt. Die Hadithe zählen nicht. Die Sunna zählt auch nicht. Und das, was du mit über Allah gesagt hast, nein, zählt nicht. Das ist Götzendienst. So wie Jesus. Jesus ist Götzendienst. Du bist aber Prophet, das stimmt. Also ich nehm dich beim Wort. Weil du hast gesagt, du bist ein Prophet. Alles klar. Dann nehme ich dich beim Wort. Das heißt, es ist alles, was in alle Hadithe sind vom Teufel, alle. So wie die Bibel. Die Bibel ist vom Teufel und die Hadithe sind auch vom Teufel. Das ist gefährlich, was du da gerade sagst.
Wirklich gefährlich. Das stimmt doch. Sehr gut. Okay. Ja, das steht doch im Koran. Guck doch, Koran, Sure 2, Vers 79. Da steht doch, wehe denen, die mit eigener Hand Bücher schreiben und sagen, diese sind von Gott, damit sie einen geringen Gewinn erzielen. Und, die, und genau damit ist die Sunna gemeint. Siehst du, die Sunna ist verboten, man darf doch keine Bücher schreiben. Ich dachte, ja, damit Islam ist die Sunna gemeint. Nein, der Islam ist nur der Koran. Aha. Aber Imam Mehdi, kannst du uns ein paar Weisheiten geben, weil du bist ein Prophet und wir lernen von Propheten wie dir. Deswegen sag du mir als Prophet, wie kommen wir denn zum Himmel, weil du bist ein Prophet, Imam Mehdi. Ja, man kommt in den Himmel, wenn man an Gott glaubt. Du musst an Gott glauben, du musst an den jüngsten Tag glauben, du musst glauben, dass Gott die Toten auferwecken kann in Fleisch und Blut. Ja. Du musst an die Hölle glauben. Und was ist jetzt mit Mohammed? Was ist glauben, seine Rolle Paradies. Jetzt? Halt doch mal die Fresse! Du musst an den jüngsten Tag glauben. So redet mein Prophet. Schmeiß ihn runter, weil er beleidigt. Und an alle Propheten glauben. Du kleine Schlampe, halt doch mal die Fresse. Der respektiert keine Frau. Scheiß. Schmeiß ihn runter, Flex. Siehst du, das war wieder der Beweis. Ja. Das, genau das, das ist der Beweis, dass er teuflisch ist, dass er Satan in ihm war. Er hat gesagt, er ist ein Prophet. Alter, Sache, die können gesagt? Nicht vernünftig debattieren, die können nur beleidigen ab einem gewissen Punkt, wo die nicht mehr weiter wissen. Ja, habt ihr gehört, was er gesagt hat? Nur an Allah glauben und an jüngsten Tag und dass er den Toten erweckt. Aber Mohammed hat ihn nicht erwähnt, weil er hat jetzt gerade von seiner Rede, habe ich verstanden, dass er selbst ein Prophet ist. Vielleicht er ist jetzt Mohammed. Hat er gedacht, dass er aber ist. Aber ist euch mal aufgefallen, wie sie reden und wie aggressiv die sind und was aus deren Mund rauskommt? Man merkt sofort, das ist ein Dämon, der rauskommt. Ja. Ja. Ist auch so. Du hörst es sofort raus, dass da ein richtiger Dämon rauskommt. Das ist unglaublich. Ja, natürlich. Also ich glaube, das war mal wieder der Beweis. Ja. Das ist unglaublich. 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 An die ganzen christlichen Brüder und Geschwister, nicht mehr lange und wir haben die 100.000 Likes, Leute, klickt alle mal ganz stark, klickt euch mal tot, Leute, heute, das wäre mal nicht schlecht. Kommt schon, Leute, klickt euch mal tot hier. Ja. Alles nee, gut, ihr Lieben, alles gut. Brutal. Mary, wie gesagt, für die Beleidigung, das geht in einem Ohr und anderem Ohr wieder raus. Nimm das nicht ernst. Ja, ne? Natürlich. Alles gut, mein Bruder. Ich habe schon alle Beleidigungen, alle möglichen Beleidigungen schon angehört und es macht mir nichts aus. Für den Herr Jesus Christus, ich bin versiegelt. Also mir kommt nichts da rein. Es ist da rein, absolut, da raus immer. Alles gut. Aber das ist, war mal absolut wieder ein Beweis, dass er dämonisch war. Dass ein Dämon in ihm war. Allein schon seine Ansage, dass er gesagt hat, dass er ein Prophet ist, er sagt schon alles. Sagt auf jeden Fall. Ja, aber wie viele Muslime wollen ihn denn schon tot sehen, allein dass er sagt, die Hadithe alle Schmutz? Nee, das ist ja, ja. Das macht ja gar keinen Sinn. Ja, ja. Ja, der ist, ja, nee, der ist nicht bei Sinne gerade gewesen. Und deswegen, ich nehme ihn nicht ernst, weil für mich, der ist ein böser Geist, der in ihm war. Mehr nicht. Wir haben sogar einen Koranvers, wo Allah die Shahada ausspricht. Also Leute, wir halten fest. Allah hat ein Schienbein. Allah hat ein Schienbein, was sich entblößt. Allah hat zwei rechte Hände. Da müssen wir uns dran festhalten. Wir nehmen jetzt mal unsere Herzchen Bero mal hoch. Allah hat ein Schienbein. Allah hat zwei rechte Hände. Und bei Sure 3, Vers 18, ja, lesen wir: La ilaha illallah, die Shahadu, der Muhammadan, die Rasulallah. Ja, okay. Ja, mein Gott. Hey, das ist der Wahnsinn, Mann. Ich kann nicht mehr. Hey, Mann. Ich kann da nicht ernst bleiben. Bero, wie geht's dir? Ich bin hier, um Mary zu beschützen. Oh, yeah. Oh, danke schön. Sie ist mein Schatz. Aber auf jeden Fall haben wir heute schon gelernt, Kunst, ne? Kunststunde war das heute. Vielen lieben Dank. Und vor allem an die ganzen Muslime.
Da muss ich ganz ehrlich sein, also wenn der Islam doch sowieso wächst und wächst und mehr wächst wie, sagen wir mal, das Christentum, warum seid ihr so erbost oder warum regt euch das so auf, wenn wir über den Islam sprechen? Der Islam wird doch sowieso siegen, also macht euch doch nicht so viele Sorgen, wenn Leute hier darüber sprechen. Ihr habt Angst. Absolut, absolut, richtig. Hast du es gut gesagt? Wir haben Angst. Ja, die haben Angst. Weil der Islam wächst doch sowieso. Also warum stört euch das, wenn wir hier darüber sprechen? Der Islam wird doch sowieso siegen. Also wo ist das Problem? Leute, ich kann euch eine Sache bezeugen und eine Sache sagen. Dadurch, dass das Internet wächst und wächst und wächst, haben sie Angst. Das kann ich euch sagen. Ja. Die haben Angst, weil viele Leute darüber reden und viele Leute aufdecken und davor haben sie große Angst. Weil eigentlich, wenn ich ganz genau weiß, dass meine Religion siegen wird, dann gehe ich nicht in irgendeinen Stream und rede da oder keine Ahnung, beschwere mich und sage, hey, warum redest du darüber? Mache ich nicht. So Leute, ganz kurz. Ich wurde gemeldet, Leute. Kommt nochmal in den Stream rein. David, Mary und Beru, Dr. Scheer, kommt nochmal rein, weil sonst werde ich gesperrt. Schade, wir hätten jetzt fast die 100.000 Likes erreicht oder haben es schon erreicht. Okay. Leute, ich restarte nochmal den Stream. Kommt nochmal rein, okay? Alles klar. Alles klar. Okay, so.